Und wieder ein herzliches Willkommen zu deinem neuen Let's Play Mario Tennis Aces. So, das letzte Mal habe ich mich etwas angestellt in diesem Illusionssalon und habe dann, nachdem ich mir meine Aufnahme angeschaut habe, doch noch rausgefunden, wo mein Fehler lag und habe es dann zum Glück auch berichtigen können. Deswegen war dann das Stück noch hinten mit angesetzt an meinen Part. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, ich bin einfach nicht der Profi-Tennis-Spieler auf PC. Okay, jetzt geht's aber weiter vom Illusionssalon. Hier rechts ist Umweg. Ich möchte aber eher, ja, in den Thronsaal möchte ich jetzt schauen. Mal gucken, was uns da erwartet. Die Königin, der Spiegel ist wahrscheinlich ganz in der Nähe. Sei vorsichtig. Jo, bin ich. Okay. Gar nicht langen Dialog, sondern es geht gleich in Illusoras Illusionen. Bosskampf. Besiege innerhalb des Zeitlimits den Boss dieser verrückten Villa. Versuchen wir, schauen wir mal. Hallo, hübsche. Was für tolle Augen. Hello Kitty Pink. Okay. Energie! Oh. Aber die Zeit. Hey! Aber die Zeit sollte ich nicht so. Sinnlos vergeuden. Ui! Die spielt schon schnelle Bälle. Zurückdrängen lassen. Oh, verdammt. Okay. Oh, yes. Und? Mitten rein. Jawohl, sie hat ein Herz verloren. Perfekt. Okay. Ui! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, cool. Okay, cool. Damit habe ich ein bisschen aufladen können. Jawohl, geblockt, super. Aber ich muss schon aufpassen. Weil ich höre das relativ schlecht. Yes, geblockt. Und hier mitten durch. Nicht erwischt. Und hier mitten durch. Wieder nicht geblockt. Oh Mann. Komm rein. Jetzt erwischt, jawohl. Mann, oh Mann. Aber nochmal diese. Ja. Man springt aber auch dann genau rein in die. Das zieht Zeit ab ohne Ende. Hoffentlich schaffe ich das noch. Ich muss echt so knapp drücken. Ich möchte auch nicht zu weit hinten stehen. Yes, komm. Komm, 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 da oben. Geklappt.
Dahin. Oh nein! Oh, verdammt! Ist aber auch wirklich zu hart hier. Jetzt ist die Zeit natürlich abgelaufen. Ist ganz klar. So, dann versuchen. Oh Mann, die hat es ja wirklich in sich hier. Gut, Erfahrung wieder etwas dazu gewonnen. Eieieiei. Gleich nochmal versuchen. Nicht aufgeben. Das wird wahrscheinlich nicht die schwierigste sein. Echt unglaubliche Macht. Du kommst mit deinem Schlag nur bis zum Gegner durch. Wenn du an den Spiegeln vorbeischlägst. Ja, das ist klar. Wenn du den Zielschlag beherrschst, kannst du den Spiegel leichter vermeiden. Also fleißig üben. Was? Kann ich vorher vielleicht auch schon draufschlagen? Nee. Kann ich ja mal probieren, wenn ich aufgeladen bin, schon vorher mal einen Schlag wagen. Ja, das überspringen wir jetzt halt. Ich brauche mehr Energie. Okay, es geht nur mit Schnellbällen. Ui. Nicht nochmal. Okay, komm. Okay. Schau mal, komm. Okay, gut. Das war natürlich zu spät. War auch zu spät. Meine Güte, das ist aber auch wirklich schwer. Okay, da habe ich sie erwischt. Gut, komm. Gib mir deine Bälle. Jetzt probiere ich. Ich probiere es. Ob ich dran vorbeikomme. Nein, die sind zu schnell. Okay, also das funktioniert nicht. Schwer hier durchzukommen und später ist es ja gleich noch heftiger. Nein! Wo soll ich denn hin? Springt irgendwie automatisch rein, ey. Das ist so hart. Und die Zeit. Klappt es ganz gut mit dem Blockbällen. Komm, jetzt will ich dich aber. Oh, verdammt. Jetzt will ich dich. Ich ziele dahin. Ich überlege zu lange. Mann! Oh, verdammt noch mal!
Und dann schlägt er nicht mehr. Oh Mann. Komm, jetzt habe ich schon die Chance. Jetzt bekomme ich schon die Chance, dass ich hier das nochmal probieren kann. Komm jetzt endlich! Ja! Oh, Mann, ich habe ja gedacht, ich schaff's gar nicht mehr. Es ist wirklich auch eine wirklich absolute Konzentrationssache. Deswegen konnte ich jetzt auch nicht so viel sprechen dabei. Ich war jetzt so angespannt, so zittrig, dass ich das jetzt endlich schaffe. Verdammt nochmal, jawohl. Level 15 erreicht, Gewandtheit hat sich gesteigert. Super, so. Und damit sollten wir den nächsten Machtkristall auch bekommen haben. Sieh mal, Mario, eine Schatztruhe. Du hast den zweiten Machtstein erhalten. Oder Machtstein, ja. Ein weiterer Machtstein, hurra! Jetzt müssen wir nur noch drei finden. Nur noch ist gut. Dieser Gegner hatte es hier wirklich in sich. Die Spiegel müssen ihre Macht wohl aus dem Machtstein gezogen haben. Apropos Machtstein. Der nächste sollte irgendwo im Schnee sein. Hier in der Nähe ist der Schneeberg, also runter von dieser Anhöhe und auf zum Berg. Jetzt machen wir noch diese Sackgasse, die es da gibt. Persönlicher Platz Villa der Illusora, jetzt bei Mehrspielerpartien und im Realmodus verfügbar. Jawohl, super. Gut, wir machen jetzt erst einmal hier diese Sackgasse. Umweg heißt die. Mal schauen, was uns da erwartet. Puh, der Eingang ist immer noch erleuchtet. Vorerst scheint also keine Gefahr zu drohen. Hihi. Puh, das ist Buhu. Jetzt habt euch nicht so. Seht mal, ich habe euch doch sogar ein Geschenk mitgebracht. Hehe. Ein Geschenk? Für uns? Ein aus Spiegeln angefertigter Schläger. Der kann euch sicher sehr nützen. Aber den muss ich unserem mächtigen Tennisstar hier erst verdienen. Mit möglichst langen Ballwechseln. Wenn es ihm gelingt, die vorgegebene Punktzahl zu erreichen, ist er des Schlägers würdig. Na super, das wenn ich vorher gewusst hätte, dass es hier einen Schläger gibt, wäre ich natürlich zuerst hierher. Mann. Du kriegst Bonuspunkte für 10 erfolgreiche Schläge am Stück, aber ich werde es dir nicht leicht machen. Ja. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist, Mario. Ja. Es wäre gut, diesen Schläger zu ergattern. Man braucht eine gute Schlägerauswahl, um gegen ganz starke Gegner bestehen zu können. Stimmt. Das schreit jetzt erstmal nach einem kleinen Schluck Kaffee, bevor ich mich hier in diese Herausforderung begebe. Mega Ballwechsel für Fortgeschrittene. Herausforderung, halte den Ball so lange im Spiel, bis du 300 Punkte erreicht hast. Ich tue mein Bestes. Schauen wir mal, wie ich mich gegen Buhu schlage. Ja, das war wohl nix. Mehr darauf konzentrieren, dass ich den Ball wirklich halte. So. Aber es zählt ja nicht als Fehler, wenn ich einen Schmetterball mache, sondern nur... Oh! Ey! Oh, verdammt! Ob ich das noch schaffe? Schon um die Uhr die Bälle. Wenn, dann muss ich wahrscheinlich noch mal einen zweiten Anlauf machen. Ja.
jetzt. Aber hier hau ich mich um die Ohren, Alter. Ein schneller Mario auswählen. So, komm. Viel. Nein! Oh Mann, ich bin wirklich ein totaler Noob bei Tennis. Das ist ja der Hammer. So schwer kann doch das gar nicht sein. Ich glaube, da lachen sich schon viele in Wolf, so wie ich mich hier anstelle. Naja gut, wir gewinnen an Erfahrung und naja. Oh, da hatte ich etwas mehr erwartet. Tut mir leid, aber für so eine Vorstellung kann ich den Spiegelschläger leider nicht hergeben. Das hat leider nicht gereicht. Vielleicht könntest du versuchen, den Ball immer möglichst gütig zu spielen, damit der Ballwechsel länger anhält. Du bist ein Schlaukopf, Toad, ehrlich, wa? Eieiei. Der Toad. Kluge Reden, ne? Ja. Oh, Mann! Wenn der solche Schmetterschläge macht. Aber ich hatte ja schon mit Spike so meine Probleme. Uhu ist jetzt nicht gerade einfacher. Oh Mann. Verdammt, ich habe noch auf L geklickt, aber es war halt dann doch zu spät. Puh, mir fehlt dann noch eindeutig etwas mehr Erfahrung. Ob es die Erfahrung hier bei Mario bringt, keine Ahnung. Die Erfahrung, die muss halt von mir kommen, ganz klar. Na gut, ich lerne ja nur dazu. Man lernt aus seinen Fehlern, sagt man ja. Ne? Leider kann ich das nicht überspringen, aber das hier kann ich überspringen. So. Ein neuer Anlauf. So, komm, Buhu. Wir werden uns doch da einig werden. Ja, sag mal, der haut ja gleich am Anfang schon mit Schmetterbällen um sich. Und dann lasse ich den Ball durch. Ich glaube, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann schneide ich. Das ist so heftig. Oh Mann, okay. Ich glaube, ich probiere es jetzt einfach weiter und ich schneide dann das Stück rein, bei dem ich es geschafft habe. Mal schauen, wir sind jetzt halt kurz vor Level 17. Wie weit bin ich dann, wenn ich es endlich dann geschafft habe? Also.
Den lasse ich mir nicht nehmen. Und... Yes! Jawohl, ich hab's geschafft. Ich hab es geschafft. Perfekto. Endlich, ich glaube, jetzt war der 5. Anlauf oder der 6. Anlauf. Ich weiß es nicht, jetzt jedenfalls geschafft. Puh, Level 18 erreicht. Das Lauftempo hat sich ein bisschen erhöht. Mann, Mann, Mann. Mal schauen, was da noch alles auf uns zukommt. Du hast es geschafft, Mario! Ja. Yes! Äußerst beeindruckend, wirklich! Da bleibt mir wohl keine andere Wahl, als den Spiegelschläger herauszurücken. Hier, bitteschön! Du hast den Spiegelschläger erhalten! Jawohl, perfekto! So. Denn wenn ich vorher gehabt hätte, vielleicht hätte es dann besser geklappt. Naja. Aber jetzt bin ich auf eurer Seite und ich werde euch nicht mehr zu erschrecken versuchen. Na dann, haben wir den Umweg auch gemeistert und wir haben einen neuen Schläger. Na, schauen wir mal auf die Statuswerte. So, das ist jetzt dieser Spiegelschläger. Er ist anscheinend auch nochmal besser. Wie kann ich das jetzt eigentlich sehen? Schläger wechseln? Ah, okay. Ja, das, man sieht schon, die Schläger, die haben hier einen ganz guten Wert. Eine ganz gute Wertsteigerung. Okay, super. Schläger 3 haben wir jetzt geschafft. So, dann bin ich jetzt mal gespannt auf das nächste Mal, denn es geht... Ja, schauen wir gleich mal hin, wo es weitergeht. Das war ja hier dieser Bahnhof. Schneebergbahnhof. Da geht es beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch trotz der ganzen Fails, die ich jetzt hier fabriziert habe. Und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und vielleicht auch ein Kanalabo da lasst. Wäre super. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.